Ja, wunderschönen Abend, liebe Elden Ring und From Software Freunde, zu diesem neuen Video, besser gesagt zu einer neuen Videoreihe, die was ich Elden Ring Secrets nennen werde. Und in dieser Videoreihe werde ich immer ganz kurz, knapp und knackig Spielmechaniken und Secrets aus Elden Ring präsentieren, die was vielleicht nicht alltäglich sind, die was noch nicht alle kennen, beziehungsweise sehr wenige kennen und die was ich ja für sehr, sehr nützlich halte. Heute soll es gehen um diesen depperten Wagen da. Na, wir kennen den Gegnertypen richtig unangenehm. Wenn er uns entdeckt, dann dreht er sich mit uns mit, er bloßt uns das Feuer in die Goschen und richtig ätzend zum Bekämpfen. Wenn man es allerdings schafft, dass man diesen Wagen zu einem Vorsprung lockt, dann kann man Folgendes machen. Wir laufen jetzt da mal vorbei an die ganzen Gegner. Ich habe das auch sehr lange nicht gewusst. Hätte das gewusst, hätte mir sehr viel Ärger erspart. Ja, passt schon, passt schon. So. Wir wecken alle Gegner auf und jetzt gehen wir da hin. Und alles, was wir jetzt machen, ist versuchen, eine Jump Attack auf diesen Wagen zu landen. Zack, ihr seht, sie hängt drauf. Und jetzt hast du es schnell weg, denn er explodiert und reißt fast alle mit in den Tod. Sensationell, richtig cool, gefällt mir sehr gut. Habe ich selbst, wie gesagt, lange nicht gewusst, dass das geht. Das ist ein One-Hit, der stirbt immer, egal wie weit eure Waffe aufgewertet ist, denn ihr zerstört da praktisch den Mechanismus und das Ding explodiert und reißt alles mit, was in der näheren Umgebung ist. Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde es mir natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr selbst solche Sachen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich mir das ansehen und vielleicht in diese Videoreihe einbauen. Das war Folge 1 von die Elden Ring Secrets. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich hole mir jetzt ein eiskaltes Bier und ich hoffe, ihr macht es auch. Prost, bis zum nächsten Mal. Euer Jack FromSoft.